offen. Ich glaube, bitte, es wird jetzt besser. Das ist genau der Klassiker. Super. Geh scheißen, Herrst. Hör endlich auf, ständig davon zu rennen. Sag, fällt dir überhaupt nicht auf, wie sehr du uns vernachlässigst? Das uns? Das uns ist mit unserem Sohn gestorben. Bernhard, ich bitte dich, reiß dich doch endlich zusammen. Wer hat denn Schuld? Schuld? Scheiter wär's gewesen, wenn's eins von euch zwei erwischt hätte, dann hätte wenigstens mein Frieden! Hallo Schatz, lass es. Der Papa und ich haben gerade gesagt, wir sollten wieder mal was zusammen unternehmen, hm? Bleibst du zum Abendessen? Time. Wie geht's euch? I heard about what happened. Naja, es geht ganz gut. Es war halt am Anfang ein bisschen schwer, aber das Leben geht weiter, wie man so schön sagt. Nein, aber jetzt geht's uns schon gut, gell? Und selber? Ja, I'm fine. Ja, tut mir leid, der Bernhard ist ein bisschen überarbeitet. Stell dir vor, von der Schule haben sie ihn schon in Zwangsurlaub geschickt. Das ist wohl seine Art, damit umzugehen. Er stürzt sich in die Arbeit. I see. So. Wenn du etwas brauchst, please, call me. Ja? Ja. Mhm. Gerne. Danke. Okay. Ich muss jetzt weiter. Ciao. Bye. Bye, Ricky. So, es gibt noch was. Bist du noch auf? Nimmst du bitte den Löffel raus? Dankeschön. Wo willst du denn hin? Ja, und der Papa? Bernhard!
Bernhard! Fiona! Cool! Echt toll! Schön, dass du so blöd. Ein paar Mal angerufen und gefragt, wann du endlich wieder anfängst. Du bist seit Monaten im Krankenstand. Wie glaubst du, dass das weitergeht? Wenn du dich immer öfter volllaufen lässt, anstatt deinen Hintern hochzukriegen, hm? Ha? Das Abendessen hat im Aufzug liegen.
Ich finde, euer Sohn sollte am Abendessen teilhaben. Nimm deine Hand weg, aber sofort. Hör auf! Wieso denn? Hätt's nicht eh besser einen von uns erwischen sollen? Bernhard,